In diesem Video erfährst du, wie ich es geschafft habe, eine 250.000 Euro im Coaching- und Beratungsmarkt zu versenken, welches Coaching das Beste bzw. das Schlechteste war und warum das Teuerste nicht immer das Beste sein muss. Warum ich jetzt trotzdem noch in Coaches investiere und vor allem auch, wie du, ich sage jetzt mal, Fake-Gurus von wirklich guten Beratern und Coaches unterscheiden kannst, das alles erfährst du in diesem Video. Also bleib dran, denn am Ende des Videos erkläre ich euch, warum das Geld dennoch sinnvoll investiert wurde, obwohl über die Hälfte der Coachings komplett für den Arsch war. Wenn du auch Unternehmer bist und jetzt gerade dieses Video anschaust, du hast eine Beratung, du hast vielleicht eine Agentur, pass jetzt genau auf, weil vielleicht erkennst du den einen oder anderen Fehler, den du gerade machst. First of all, wir starten jetzt mal mit der Auflistung der ganzen Coachings und schauen uns vor allem auch an, ob ein teureres Coaching wirklich besser ist als ein, ich sag jetzt mal, günstigeres. Also, arbeiten wir uns hoch. Das günstigste aller Coachings war ein Performance-Coaching für 3.000 Euro. Wollt ihr wissen, was es mir gebracht hat? Absolut gar nichts. Ich bin einfach überhaupt nicht der Typ, der morgens 5.30 Uhr aufsteht, ein Buch im Handstand liest, eine Runde joggen geht und dann 12 Stunden lang an seinem Business ackert wie ein Verrückter. Ich bin nicht der Typ. Normalerweise stehe ich so um 11 Uhr auf. Es gibt auch Tage, da schlafe ich einfach bis um 1 Uhr. Ich brauche meinen Schlaf. Ich sage jetzt mal, verstoße gegen extrem viele dieser Erfolgseigenschaften, habe aber trotzdem das, was die meisten Menschen als Erfolg bezeichnen würden. Warum war dieses Coaching für mich komplett für den Arsch? Und was habe ich daraus gelernt? Schaut, es ist mega, mega wichtig, dass du dir anschaust, wer ist dein Kunde? Und kannst du deinem Kunden überhaupt helfen? Ist das der richtige Kunde für meine Dienstleistung überhaupt? Und das habe ich für mich mitgenommen, weil höchstwahrscheinlich hätte es mir einerseits Geld gespart und dem Coach Zeit und Energie gespart, die er besser in einen Kunden investieren hätte können, der wesentlich besser für ein Performance-Coaching geeignet wäre. Das ist mein Learning aus dieser Investition. Das Ganze fällt einfach unter den Überbegriff Qualifizierung. Kommen wir zum nächsten und tatsächlich auch zum allerersten Coaching, was ich jemals gekauft habe. Ein Sales-Coaching für 7.000 Euro. Mein ganzes Erspartes ging dafür drauf und für mich waren damals 7.000 Euro echt eine unfassbar große Summe Geld. Ich meine, andere Menschen kaufen sich Führerschein oder eine kleine Schrottbüchse mit dem Geld und ich habe mir halt ein Coaching gekauft und mir gedacht, let's kill it, I'm gonna make some money. Ich war einfach hungrig. You gotta be hungry! Und wollte ein Unternehmen gründen und aufbauen. Und die wichtigste Fähigkeit, die du dafür brauchst, ist nach wie vor verkaufen. Gesagt, getan. Ein Monat in diesem Coaching und ich habe wirklich alles intravenös initiiert, den ganzen Inhalt, alles umgesetzt und konnte dann tatsächlich im allerersten Monat nach diesem Coaching 14.000 Euro verdienen. Hab dann die Schule abgebrochen und mir gedacht, okay, jetzt all in. Was ich in diesem Coaching gelernt habe, ist einfach die Grundlagen des Verkaufens, wie du dich richtig positionierst, wie du richtig mit Kunden kommunizierst. Einfach die Basics. Es wurde einfach ein solides Fundament geschaffen. Außerdem habe ich gelernt, warum so viele Menschen Angst haben. Also wirklich Angst haben zu verkaufen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau dir das Video an, was nächste Woche auf diesem Kanal erscheint. 15.000 Euro für ein Online-Marketing-Coaching. Ach du Scheiße, das hätte ich mal besser gelassen. Wie du es schaffst, eine Landingpage aufzubauen und darauf Ads zu schalten, damit Kunden wie durch Magie automatisiert bei dir deine Dienstleistung kaufen. Das wollte mir dieser Coach beibringen. Und das Krasseste von allem, und da bin auch ich selber verantwortlich, derjenige hat nicht mal seine eigenen Kunden über Ads gewonnen, sondern er hat mich quasi über Netzwerk und Empfehlung bekommen. Mega, mega, mega krass. Was ich davon hatte, eine 0815 Fake-Guru Homepage, furchtbare Videos, über die nachher sogar Oliver Pocher lachte. Dieses Quartal wird richtig, richtig durchgezogen. Oh. Okay, alright. Summa summarum, ein mega, mega unseriöses Marketing, was diesen Get-Rich-Quick-Faktor nach außen polarisierte. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Vertraue meiner Meinung nach nie auf irgendjemanden, der dir sagen soll, wie du dich nach außen positionieren sollst, sondern sei dein eigenes Marketing-Brain, bleib du selber, weil dann strahlst du auch wirklich das aus, was Kunden haben wollen. Du bist die größte Waffe in deinem Marketing und Individualität ist meiner Meinung nach so unfassbar wichtig. Es gibt schon so viele Leute, die das gleiche Marketing haben. Weitere 15.000 Euro in den Sand gesetzt und warum ich trotzdem weiter in Coachings investiert habe, erfährst du am Ende dieses Videos. Also, bleib dran. Dann haben wir 40.000 Euro für noch ein Online-Marketing-Coaching ausgegeben, das so schlecht war, dass wir nicht darüber sprechen möchten.
54.000 Euro für ein Hypnose-Mindset-Coaching? Jeder, der sich nur ein bisschen mit dem Thema Mindset, Personal Development auseinandersetzt, weiß, alles beginnt und endet im Kopf. Eine der besten Investitionen war die Investition in mich und meine innere Einstellung. Jeder Mensch wächst auf mit einem gewissen Umfeld, mit einem gewissen Verhalten, und durch dieses Coaching konnte ich meine mentale Einstellung massiv ändern und persönlich extrem wachsen, weil ich glaube, dass viel ausschlaggebender ist, was du über Geld denkst und was du von dir selber denkst, als wie die ganzen strategischen Sachen. Geld verdienen ist schwierig oder Geld wächst nicht auf Bäumen. Das sind alles so Sätze, die du vielleicht in deinem Mindset irgendwo tief verankert hast. Nur erkenn das mal selber, löse die Sachen mal selber. Viel Glück dabei. Aus diesem Grund habe ich mir einen Mentor oder einen Berater in diesem Bereich geholt, der mit mir gemeinsam Schritt für Schritt für Schritt für Schritt alle negativen, sag ich mal, Glaubenssätze, Glaubensmuster in Bezug auf Geld lösen konnte. Lass dir alle Bretter vor deinem Köpfchen mit Hypnose abschrauben, dann läuft das Ganze auch besser. Und ich möchte nicht sagen, dass ich frei von allen negativen Einstellungen bin, definitiv nicht, aber es hat massiv viel gebracht. Das zweite Coaching, was meine ehemaligen Mitbegründer von meiner Company damals gekauft haben, war ein 72.000 Euro, ja, nennen wir es Geschäftsführertraining. Warum ehemalige Mitbegründer? Weil ich die beiden circa ein halbes Jahr nach der Investition aus der Firma rausgekauft habe, und einer der Gründe war unter anderem auch die Investition in dieses Coaching. Selbes Spiel wie beim High-Performance-Coaching. Das Ganze war einfach wenig auf mich und meine persönlichen Ziele, Wünsche, meine Vision der Firma angepasst, weil meine Vision war es nie, irgendwie eine Fixkostenstruktur mit, ich sage jetzt mal, 70, 80, 100 Mitarbeitern aufzubauen, wenn ich dafür auch nur 7, 8 Mitarbeiter brauche. Also ich bin kein Fan von riesengroßen Glaspalästen mit Fixkosten, wenn ich wesentlich mehr Umsatzrendite haben kann und mit weniger Umsatz gleich viel Gewinn machen kann, wie wenn ich 100 Mitarbeiter habe. Und deswegen alles zusammen wenig auf mich angepasst, wenig individuell. Hast du auch schon so viel Geld in einem Coaching versenkt? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare rein. Dann gibt es noch das aktuell teuerste Mentoring von meinem aktuellen Berater. Das sind 72.000 Euro. Und was ich bis hierhin gelernt habe, war, okay, ist die Person überhaupt da, wo ich hin möchte? Ja. Hat die Person das Wissen, was mir fehlt? Ja. Oftmals reicht auch schon ein Blick einfach mal in den Presse, um mal rauszufinden, ist die Person wirklich seriös? Also ich würde jetzt nicht irgendwie 70.000 Euro irgendwo in eine Zypern-Holding überweisen. Würde ich einfach nicht machen. Hier nochmal meine Top 3 Learnings aus circa einer Viertelmillion Euro Investment. Punkt Nummer 1. Ich habe gelernt, wie ich meine Beratungen nicht machen möchte. Wenn du durch so viele Stationen läufst, siehst du einfach, okay, was hat dir besonders gut gefallen? Was war nicht so toll? Wie würdest du es dir wünschen, wenn du der Kunde bist? Und so kann ich einfach für mich entscheiden, wie möchte ich meine Dienstleistung aufbauen? Welchen Support möchte ich meinen Kunden liefern? Und das würde ich sagen, war ein sehr, 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 sehr wertvolles Learning. Nummer 2. Mach immer einen Background-Check. Schau dir an, wo sind die Menschen tatsächlich? Was haben die tatsächlich erreicht? Haben die wirklich das, was du haben möchtest? Ich nehme nochmal das Beispiel, dieses Geschäftsführertraining über 72.000. Es war gut, wenn man in irgendeiner Weise so eine Struktur aufbauen möchte. Super gut. Wenn du allerdings in eine andere Richtung gehen möchtest, macht das wenig Sinn, das Ganze zu kaufen. Deswegen schau dir mal an, was haben die Menschen? Sind die da, wo du hin möchtest? Und stimmen auch die Zahlen, die kommuniziert werden? Punkt Nummer 3. Wenn du schnell nach vorne kommen möchtest, brauchst du jemanden, der einfach diesen Weg schon gegangen ist, genau dir sagen kann, was ist jetzt zu tun in dieser jetzigen Situation mit der individuellen Problemstellung. Wenn du jemanden hast, der die ganzen Probleme schon kennt, die ganzen Probleme schon gelöst hat, kannst du wesentlich, wesentlich, wesentlich schneller vorankommen. Und für mich super der Wachstumshebel waren alle Coachings, weil ich aus jedem irgendetwas gelernt habe. Entweder wie ich es nicht machen möchte, wie ich es machen möchte, oder einfach individuelle Lösungen für meine damaligen Situationen bekommen habe. Überleg dir einfach mal, wie hast du Radfahren gelernt, wie hast du Schwimmen gelernt, wie hast du vielleicht Skifahren gelernt? Immer mit jemandem, der das Ganze schon gemacht hat. Es bringt dir nichts, das Ganze selber zu lernen, wenn du vielleicht fürs Radfahren nachher nicht einen Nachmittag brauchst, sondern 3 Monate und währenddessen unfassbar oft auf die Schnauze fliegst. Heißt nicht, dass wenn du einen guten Berater hast, du nicht auf die Schnauze fliegst. Ich meine, ich finde das super wichtig, Fehler zu machen. Aber gute Berater können dazu führen, dass du gewisse Fehler nicht machen musst und vielleicht auch wesentlich schneller nach vorne kommst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal und kommentier das Video.